Okay, die hat anscheinend auf irgendwas gewartet. War das das Zimmer, wo man sie reingebracht hat? Was ist das hier alles? Ich hab Monitor-Ding ins Kirchens. Oh, guck mal. Cool. Ein Grammophon. Was haben wir denn hier alles? Lauter Dinge. Okay. Was ist das da? Eine Notiz. 28. August 1942. Mitteilung über den Tod von Ada T., Mutter von René T., einer Insassin ihrer Anstalt. Angehörige unbekannt. Hochachtungsvoll Onofrio P. Ada T., ist das dann ihre Mama? Für mich gibt es niemanden mehr. Die Einsamkeit ist eigenartig. Sie macht alles so gedämpft, so langsam. Ein Schrei ohne Ende und ohne Ton. Ein lautloser Schrei. Ich kann den Blick nicht mehr von mir wenden. Ich werde hier nie mehr rauskommen. Da draußen gibt es niemanden mehr für mich. Diese Wände sind meine Haut geworden. Und die jämmerliche Verzweiflung hier drin ist meine stimmlose Seele. Hier weint niemand mehr. Wie gern würde ich etwas fühlen. Leben, Verzweiflung, Wut. Ich habe keine Träume, keine Tagträume und Gedanken mehr gehabt. Ich habe in einer Wirklichkeit gelebt, die mich innerlich zerfressen hat, mir alles genommen hat. Auch die Fähigkeit, Schmerz zu fühlen. Okay, ich glaube, die hat sich jetzt tatsächlich hier irgendwie angepasst, nachdem... Ich nehme mal an, dass diese Ada T. die Mutter, also ihre Mutter war. Ja. Und dass er da sich tatsächlich letztlich, nachdem sie das mitbekommen hat, gefügt hat. Upsa. Und sich eigentlich ihrem Schicksal hier in dieser Anstalt ergeben hat. Und sich auch nicht mehr zur Wehr gesetzt hat. Wow, das ist so einladend. Ich find's trotzdem nicht lustig. Ein Fahrrad. Cool. Da vielleicht noch irgendwas? Irgendwo? Sieht nicht so aus. Hier haben wir noch einen Raum. Wie diese Kartons immer leuchten. Cool. Mega. Das ist eine Liege, da ist auch nichts. Okay, die Türe ging gerade so einladend auf. Da wollen wir doch einfach mal kurz reinschauen. Was ist das hier? Wandschrank, was auch immer. Dann wollen wir doch mal da rausstaxen. Schauen, wo wir da hinkommen. Also, hier habe ich überhaupt keine Ahnung. Solche großräumigen Gebiete sind schrecklich. Da ist ein Loch in der Wand. Ist zugemauert und da ist ein Loch drin. Also nicht rein. Nein. Okay, da darf ich anscheinend nicht rein. Wir suchen trotzdem das alles mal ab. Hier geht's nicht weiter, dann müssen wir wahrscheinlich da drüben rein. Irgendwo. Und da sind wir rausgekommen und müssen wir vielleicht da vorne. Da vorne ist die Tür. Und vielleicht da. Mai 1943. Renés gesundheitlicher Zustand ist gut. Sie isst und spricht. Räumliche und zeitliche Orientierung in Ordnung. Kur abgesetzt. 3. Dezember. Sie bittet berechtigterweise darum, die Heilanstalt verlassen zu dürfen. Beurteilung der Patientin dauert 6 Monate. 2. Mai 1944. Entlassung verweigert, trotz Befürwortung des Psychiaters. Die Patientin verfügt weder über Wohnung noch Unterhalt. Hier hinten ist die Tür auf. Deswegen bin ich jetzt hier hinter gelaufen. Au!
4. Mai. Nein. Dass eine Entlastung unmöglich ist, wird ihr erklären. René erfährt so, dass ihre Mutter vor 2 Jahren gestorben ist. Oh nee, oder? Die hat sich doch nicht etwa. 5. Mai. In der Nacht hat sie versucht, sich mit einem Laken zu hängen. Sie wurde von einer Krankenschwester gefunden und konnte gerettet werden. Sie ist am Bett festgebunden. Jedoch erneuter Suizidversuch durch Ersticken. Es wurde eine Entscheidung getroffen. Transorbitale Lobotomie. Oh nee. Wow, das Ekligste, was man sich vorstellen kann. Errungenschaft freigeschaltet. The End. Die Hirnoperation und Lobotomie verbreitet sich sehr schnell in Italien, vielleicht früher noch als in anderen europäischen Ländern oder in den USA. Die ursprüngliche Technik der Danke fürs nicht lesen können. Oberhalb der Augenhöhle wurde in den Schädel eingedrungen, um die Frontallappen zu erreichen, um anschließend mit einem Werkzeug oder durch das Injizieren von Alkohol oder vom Malin die Nervenfasern in dieser Region abzutöten. Im Gegenteil zu dem, was normalerweise angenommen wird, hatten die Eingriffe nicht immer negative Folgen für die Patienten, auch wenn diese sehr häufig vorkamen. Moniz erhielt 1949 den Nobelpreis für Medizin. Ja. Oh nee. Das müssen wir uns jetzt mit angucken, na klasse. Ich will nicht, lass mich. Was ist? Mach die Augen auf, Mädchen. Weit. Da wäre mir eine Schocktherapie jetzt gerade ein bisschen lieber. Oh Gott, ich sehe die Werkzeuge schon. Oh, dieser Typ, ey. Git, nimm dein Gesicht aus meinem Gesicht. Ah. Wenigstens haben sie es nicht bei Bewusstsein gemacht. Das hätte ich denen jetzt auch noch zugetraut. Oh. Oh nein. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oh. Oh. Oh nein. Oh Gott. Was ist das ekelhaft. Au. 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 Oh. Ja genau, nimm ruhig noch einen Hammer. Oh Gott, nee, ich guck nicht hin. Oh, oh nee. Oh, ja, jetzt rühr dann auch schön drin. Oh, oh je. Juni 1944. Die Operation ist gut verlaufen. Die Patientin ist ruhig, orientiert und bereitwillig. Bewegungskoordination gering, aber auf dem Weg der Besserung. Verlegt in die Abteilung ruhige Geisteskranke. Behandlung durch Dr. C.
25. Oktober. Sie redet immer noch von Amara und ihrer Puppe Charlotte. Anzeichen für eine leichte Besserung der gestörten Bewegungskoordination. Das Gehen fällt ihr schwer. Sie kann aber schreiben. Laut Bericht der Krankenschwestern benötigt sie Hilfe beim Anziehen, Waschen und Essen. Im Sommer 1944 ist René in meine Abteilung zurückgekehrt. Geringe Bewusstseinsklarheit. Sie ist gleichgültig und spricht kaum. Einmal hat sie gesagt, wenn ich den Mut habe, in den Spiegel zu sehen, sehe ich ein junges Gesicht, das alt geworden ist und mich ängstlich anschaut. Sie ist völlig verändert, wenn ich an das Mädchen denke, das ich vor einigen Jahren bei mir in Behandlung hatte. Nur die Traurigkeit ihres Blickes und ihre Intelligenz sind unverändert geblieben. Sie ist noch so jung, erst 23, aber sie hat keine Lebenskraft mehr. Kann es sein, dass sich ihr Zustand bessert? Wohl eher nicht. Man hat ihr Leben einfach weggeworfen. Und niemand hat etwas getan, um ihr zu helfen, um all dies zu verhindern. Ja, das war Town of Light. Ui. Wie gesagt, das Spiel ist nicht wirklich für schwache Nerven gedacht. Und nur noch mal zur Erinnerung, die ganzen Ereignisse, die man hier gesehen hat, die Vergewaltigung, die Lobotomien, die Schocktherapie, die ganzen
Dinge, die man den Patienten angetan hat, dass man sie halt ruhig gestellt hat, dass man ihnen die Sachen weggenommen hat, dass man sie von der Außenwelt praktisch abgeschnitten hat, indem man die Briefe, die von den Familien gekommen ist und auch umgekehrt einfach nicht zugestellt hat. Das ist damals alles wirklich passiert. Und dass der Mensch damals so miteinander umgegangen ist. Ich meine, die haben denen ja noch nicht mal geholfen. Und ich mag solche Spiele tatsächlich sehr. Vor allem, wenn sie dann wirklich so extrem sind und einfach mal, ich sag mal, auch die Natur des Menschen widerspiegeln. Denn man hat an den Plakaten, die in den verschiedenen Zimmern gehängt sind, ich glaube nicht, dass ich alle gesehen habe, dass man gesehen hat, was die mit den Patienten machen. Die die Gesichtshaut auseinandernehmen und die Finger abschneiden, um zu gucken, wie das so funktioniert. Und ja, die Patienten sind verdammt hilflos. Die sind den Leuten da drin, den Pflegern, gerade die, wo eben diese Vergewaltigung begehen, und den Ärzten und das alles, die sind denen hilflos ausgeliefert. Die haben überhaupt keine Chance. Man gibt denen Medikamenten, sodass sie total neben der Spur sind, und heißt ja, die sind verrückt. Und die sind ja in einer Psychiatrie. Und dann ist es eigentlich ganz einfach, das so zu bewerten, dass die tatsächlich so wären. Ich will gar nicht wissen, wie viele Patienten eigentlich schon geheilt waren, schon gesund waren, genauso wie die René zum Schluss eigentlich hier in dem Spiel. Und nur weil sie praktisch keine Unterkunft gehabt hätte, niemanden, der sich um sie gekümmert hätte, wurde sie einfach wieder ab in die Klinik rein. Man hat ihr gesagt, dass ihre Mutter gestorben ist, daraufhin ist sie durchgedreht und dann ab zur Lobotomie. Und jetzt, die hat wahrscheinlich ihr komplettes Leben lang in der Anstalt da gefristet. Tatsächlich bis zu ihrem Tod. Und das mit der Amara, die ist dahinter gekommen, oder beziehungsweise die hat ja mitgekriegt, wer René vergewaltigt hat. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die aus dem Weg geräumt wurde. Hundertprozentig. Die wollten nicht, dass das rauskommt. Die wollten nicht, dass das irgendeiner Richtung Öffentlichkeit trägt oder keine Ahnung. Und auch die Angestellte, die wo das dem Direktor geschrieben hat, die wurde dann auch dahin geschickt, wo sie hingehört. Ich weiß nicht, ob ich das Video da jetzt gucken kann. Ich weiß gar nicht. Ich klick da mal drauf. Aber zuerst einmal danke fürs Zuschauen. Und also ich beende jetzt erstmal kurz mein Let's Play, ne? Nicht, dass ihr im Chat hier jetzt meint, ich beende jetzt. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Wenn euch das Spiel gefallen hat, holt es euch, spielt es selber, denn es ist echt eine ganz andere Erfahrung, wenn man tatsächlich im Spiel drin ist, die ganzen Sounds und alles auf dem Ohr hat. Und das Spiel ist echt jeden Cent wert, ne? Ich meine, 18,99 im Jahr kann man sich drüber streiten, aber ich finde, das Spiel ist echt jeden Cent wert, auch wenn es schon ein bisschen älter ist, ne? Also, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, besucht mich auf Twitch und wir sehen uns dann beim nächsten Spiel auf YouTube. Bis dahin, eure Mary Sancho. Ciao, ciao.